Servus zusammen. Also ich habe jetzt einfach mal auf Livestream geschaltet, obwohl ich eigentlich eine Aufzeichnung mache. Ich sitze hier gerade rum und denke mir, eigentlich könnten wir doch mal irgendwie noch ein bisschen rumspielen, irgendwas Neues coden. Weiß noch nicht was. Ich habe ja parallel sowieso auch das ganze Octo Awesome System und Spiel am Start, zusammen mit Ant-Me und allem drum und dran. Aber vielleicht kann man ja zwischendurch auch mal ein kleines anderes Projekt machen. Also ich habe ja meiner Zeit bei Microsoft ja sehr, sehr viele Kurzvorträge zum Thema Spieleentwicklung gemacht und da habe ich so Projekte gemacht wie mein Moon Taxi und ich glaube, das Moon Taxi Projekt würde ich jetzt auch gerne mal einfach nochmal nachcoden. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber an sich fand ich das immer ganz witzig. Das ist im Prinzip so ein Klon zu Space Taxi, wer das noch kennt. Also im Prinzip ein 2D Spiel, das man von der Seite sieht, man ist der Taxifahrer. Allerdings ist es kein Taxi, das am Boden fährt, sondern es ist halt so ein, ja, so ein Raumschiff, ein kleines. Und ja, wir können mal gucken, ob ich irgendwo vielleicht auch ein paar Screenshots finde. Space Taxi hieß das damals. Kennt kaum noch jemand. Aber sah ungefähr so aus. Das ist es. Das da ist Space Taxi. Großartiges Spiel. Und ja, also es ist im Prinzip so ein Plattformer-Konzept. Und da muss man dann halt mit so einem gelben Taxi, das ist unseres, einzelne Fahrgäste abholen. Also die stehen irgendwo rum und rufen nach einem Taxi. Und da, ja, da muss man hinfliegen. Die Schwierigkeit ist, dass das Ganze ja unter starker Gravitation bzw. Trägheit stattfindet. Das heißt, wenn man sich in eine Richtung bewegt, dann hat man so Steuerdüsen und die bewegen einen in eine Richtung und die Trägheit des Raumschiffs sorgt halt dafür, dass man da sehr schnell gegen Wände donnert. Gleichzeitig hat man eine Treibstoffanzeige, Zeitdruck, was auch immer, alles Mögliche. Und ich würde einfach mal anfangen, das Ding so ein bisschen nachzucoden, weil irgendwie fand ich das damals schon ganz witzig. Und habe das auch im Prinzip schon mal vorbereitet, aber es ist wie gesagt schon eine Weile her. Und nachdem ich jetzt Octo Awesome angefangen habe, würde ich jetzt gerne mal mit euch zusammen auch nochmal so nebenher ein anderes Projekt machen. Ich mache das Ganze in Monogame. Das heißt, oh, VB brauchen wir nicht. Wir sind in C-Sharp unterwegs und achso, ich habe hier XNA Game Studio noch installiert, aber das ist gar nicht das, was ich machen will. Ich will ein Monogame machen. Und vorerst will ich das Ganze nur mal auf einem normalen Windows-Rechner machen. Ich glaube, da muss ich das hier einfach wählen. Später kann man sich natürlich mal überlegen, ob sowas das Ganze noch auf Phone funktioniert. Vielleicht Multiplayer-Modus, was weiß ich. Keine Ahnung. Es geht mir jetzt erstmal darum, ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, ob man da vielleicht irgendwie Spaß hat zusammen jetzt. Gut, also Monogame. Ich hatte das damals Moon Taxi genannt. Das würde ich jetzt einfach mal na, nennen wir es Moon Taxi wieder nennen. Und gleich mal gucken, wie das Ganze ausschaut, wenn man es im Leerlauf startet. Ihr kennt das alles. Neues Projekt, F5, zack, Fenster da. Yay, geht schon richtig los. Ein paar Kleinigkeiten zum Anfang, was man halt immer so macht, wenn Moon Taxi Game, wenn man halt so anfängt, ein neues Projekt. Zuerst möchte ich meine Klasse natürlich umbenennen, weil Moon Taxi Game besser klingt als Game 1. Und dann stellen wir gleich nochmal ein paar so Basisdinge um. Das machen wir vielleicht in Initialize. So Sachen wie die Preferred Dingens Backbuffer Size, weil wir gerne auf HD die ganze Sache machen würden. Also ich würde hier direkt mal auf die Full HD Auflösung. Ah, ne, das ist vielleicht eine dämliche Idee. Vielleicht sollten wir doch auf 27 runter. So, jetzt ist die gute Frage, wie groß ist eigentlich der 27er Screen? Ja, okay. 1280. So, ansonsten habe ich das Problem, dass ich das Fullscreen hier habe und das ist natürlich ein bisschen dämlich für den Stream. Deshalb nehme ich jetzt nur mal HD Ready, also die kleine HD-Variante. Und dann haben wir auch eine ordentliche Auflösung. Hat ja super funktioniert. Warum funktioniert das? Oder ist es das schon? Na, das ist zu klein. Muss ich das irgendwo anders machen? Muss ich das vielleicht doch hier oben machen? Nein.
Fängt ja, achso. Nö. Fängt ja gut an. Natürlich will ich die Höhe. Ist aber nicht besser, ne? Ist trotzdem irgendwie noch zu klein. Weiß gerade jemand was? Ah, schon besser. So, okay, also, da muss ein Konstruktor und nicht in den Initialize. Ansonsten muss ich es ja wahrscheinlich in ein Reset machen. Also, wer irgendwie hin und wieder mal in die Probleme kommt, dass das hier nicht funktioniert, was man hier einstellt. Hier gibt es Apply Changes und vermutlich ist das die richtige Stelle, wo das hätte gerade die Sache verbessert. Okay, also, wir haben eine blaue Fläche und gut, das ist im Prinzip schon der erste Schritt. Jetzt würde ich direkt mal hardcore anfangen, Dinge zu malen. Und naja, also wer das Octo-Außen-Projekt verfolgt, der weiß, wir rendern da einen 3D-Raum. In dem Projekt werden wir das nicht tun. Hier gibt es schon den Sprite-Batch und Sprite-Batch ist super für 2D-Sachen, deshalb werden wir auf 2D zurückgreifen, beziehungsweise einfach im 2D-Raum bleiben. Und der Sprite-Batch ist eigentlich eine sehr, sehr bequeme Variante, das alles zu tun. Jetzt muss ich nur gucken. Ah, das Content-Projekt ist schon da, das ist toll. Ich würde fürs erste Mal noch gar keine Assets reinnehmen. Aber früher oder später würde ich wieder zurückgreifen auf die Assets von Kenny. Kenny, das ist so ein kleines Projekt in den Niederlanden. Ich muss gerade mal gucken, ob ich da die Webseite da habe, für alle, die das nicht kennen. Yay, hier. Kenny.nl für Niederlande. Das ist ein Projekt, also ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wer dahinter steckt, aber letztendlich ist da ein Projekt wie Kennyland zum Beispiel hinten dran und Kennyland scheint mir so eine Art Coworking Space für Spieleentwickler zu sein. Geiler Scheiß eigentlich, also wer mal irgendwie in der Nähe ist, hinfahren, angucken, ist bestimmt cool. Und ansonsten gibt es von Kenny halt auch jede Menge Assets, ah, hier ist es auch, um verschiedenste Sorten Spiele zu machen. Also die Sachen stehen einfach. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es kostenfrei ist, aber ich habe da irgendwann mal eine Spende hingeschickt und habe da die ganzen Assets zur Verfügung gestellt bekommen. Die können wir verwenden. Ich weiß nicht, ob ich sie weitergeben kann. Das heißt, die Frage nach, kannst du den Source Code irgendwo hinlegen? Vorerst mal nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich diese Sachen hier verwenden darf. Für einen Stream werde ich das jetzt machen. Allerdings später ist es vielleicht sinnvoll, wenn ihr das einfach selber von der Webseite beziehen könntet. Also, dann werden wir zurückgreifen auf solche Geschichten hier zum Beispiel. Okay, Bäume brauchen wir nicht, aber vielleicht, weiß nicht genau, das ganze Zeug ist aufgeteilt in 2D, 3D, isometrische Ansicht und so weiter und so weiter. Und dann gibt es halt auch solche Geschichten für unser Raumschiff und so. Da müssen wir dann mal gucken, was wir finden. Fürs Erste, also um gerade, ah, das hier ist doch schön. Solche Sachen hier für die Plattformer, dass wir so kleine Plattformen bauen können, wo dann unsere Fluggäste drinstehen oder so. Gut, aber fürs Erste brauchen wir jetzt erstmal so die Steuerung und den ganzen Grimmskrams. Da fangen wir am besten mit was ganz, ganz Simplen an. Benutze dafür gerne so einen Standardweg, um mit dem Sprite-Batch coole Dinge zu machen. Das ist nämlich im Prinzip einfach ein einziger weißer Pixel. Den speichere ich mir mal eben auf dem Desktop. Pix. Und den benutze ich gerne, um beliebige Dinge, also meistens sind es halt einfach irgendwelche Boxen darzustellen. Das heißt, ich brauche hier Textures, hole mir dann den Pixel hier rein. Na komm. Pix.png heißt der. Zack, da ist er auch schon. Jetzt bei Monogame muss man das über diesen Content Manager noch dazu holen. Das heißt, ich füge hier noch ein Existing Item hinzu und habe jetzt hier in meiner Content Pipeline den Pix hinzugefügt, speichere das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich es explizit kompilieren muss, aber ich mache das jetzt hier einfach mal. Und ab jetzt haben wir den Pix hier auch drin in unserem Projekt. Das heißt, ab jetzt kann ich hier eine 2D-Texture laden, die nenne ich hier mal Pix und in Load Content, das ist hier. Boah, ich mach mal die ganzen Kommentare hier raus, weil die dadurch, dass ich den Quelltext so groß stelle, damit ihr das auch lesen könnt. Nehme ich mal diese Zeilen hier raus. Wir wissen ja ungefähr, was wir hier tun. Jetzt habe ich schon wieder die Base. Ne, da gibt es kein Base.
Also ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, wie viel ich jetzt hier tatsächlich erzählen soll zu den ganzen Basisgeschichten, also wofür diese ganzen Methoden da sind. Ich würde jetzt weitestgehend die Sachen schon mal überspringen, weil ich davon ausgehe, dass das jetzt Leute schauen, die ohnehin schon den einen oder anderen Let's Code-Gram von mir gesehen haben und da erzählen wir das ja groß und breit, wie das alles funktioniert. Ist ja sowieso nur so ein bisschen eine Art Inspiration, wie das alles am Ende funktionieren kann. So, also jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumteren Code. In Load Content hole ich mir diesen Pix rein. Das läuft über den Content Manager, der eine Load-Methode hat. Da gebe ich nochmal eben an, was das für ein Datentyp ist. Das Ding heißt Pix, aber ist im Textures Ordner, heißt Pix. Und damit hat sich die Sache schon. Gerade mal gucken, damit wir von Anfang an auch gleich. Yep, funktioniert. Wissen, dass das funktioniert. So, um jetzt irgendwas zu malen, können wir hier recht bequem auf diesen Sprite-Batch zugreifen. Da starten wir über Beginn und lassen ihn malen auf End. Und dazwischen gibt es mit Draw die Möglichkeit, beliebige Texturen zu malen. Und da malen wir jetzt mal unseren Pix. Sagen mal Position 100, 100 mit einer Breite von 20 auf 10. Einfach mal so zum Test. Eine Color muss ich angeben, das ist die Farbe, mit der das Ganze multipliziert wird, um nachher am Screen aufzutauchen. Und wenn ich das jetzt hier starte, dann habe ich im Prinzip schon meine erste Textur hier oben. Die Position 100, 100, das ist quasi von links oben im Bildschirmrand bis mit einer Breite von 20 mal 10 Pixel gezeichnet wird. Ich werde mal hier kurz übergangsweise die Maus aktivieren, damit man die auch sieht, damit ich Dinge zeigen kann. Später stellen wir das vielleicht ab, mal schauen. Aber die Maus selber wird ja gar keine Rolle spielen, weil ich möchte die Steuerung jetzt hauptsächlich über den Xbox-Controller machen. Beziehungsweise später können wir das vielleicht noch mappen auf der Tastatur oder so, mal schauen. Aber vorerst werde ich jetzt nur mit dem Xbox-Controller arbeiten, einfach damit wir vorwärts kommen. Gut, so, da haben wir das jetzt. Ich würde sagen, das ist auch im Prinzip schon unser Taxi. Mit dem würde ich jetzt erstmal ein bisschen rumspielen und gucken, dass wir das erstmal zum Fliegen kriegen. Und sehen, wie das Ganze dann läuft. Ich würde es ein bisschen größer machen, damit wir noch ein bisschen mehr sehen. Jetzt nochmal zum Check. Ja, das ist eine Größe, mit der können wir arbeiten. Das heißt, ich werde mir oben mal kurz speichern, wie groß das Ganze ist. Ich mache mir jetzt übrigens auch nicht die Mühe, hier Komponenten zu bauen. Im Moment mache ich alles in unseren zentralen Code. Ich weiß nicht, ob das jetzt relevant ist. Mal gucken, ob wir später Bock haben, den Code ein bisschen aufzuräumen. Aber fürs Erste würde ich jetzt einfach mal ein bisschen alles codetechnisch da reinrotzen. Oder ist das eine gute Idee? Ja, ich glaube, so viel wird es nachher nicht. Also ich habe jetzt nicht vor, hier ein super komplexes Spiel zu machen. Im Prinzip geht es mir nur darum, ein bisschen rumzuhacken. Nennen wir das mal Taxi Dimensions. Da möchte ich zum Speichern, wie groß das Taxi ist, weil wir brauchen das gleich, um den Masseschwerpunkt des Taxis auszurechnen. Außerdem werden wir eine Vektor 3 Taxi Position haben. Fange ich jetzt mal bei 100 mal 100 an, einfach damit wir mal einen Startpunkt haben. Achso, den habe ich hier oben initialisiert. Ja, okay, das werden wir später. Vielleicht kriegen wir Levels noch dazu. Mal schauen, wie gut wir vorwärts kommen. Fürs Erste ist das mal 100 mal 100. Das fügen wir hier unten nämlich auch gleich ein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Rectangle. Natürlich nicht. Taxi Position X. Taxi Position. Position. Nein, nicht Dimensions. Positions natürlich. Y. So, die Dimensions, das ist jetzt so ein Ding. Taxi, warum sagt keiner was? Schreiben wir es doch gleich richtig. Wir haben diese Dimensions. Das ist im Prinzip das sind die Ausmaße der Textur. Ja, das ist schon richtig. Allerdings ist jetzt die Frage, ob wir die linke obere Ecke von unserem Taxi nehmen oder eben den Masseschwerpunkt, das ist im Prinzip in der Mitte des Taxis, wo ich schwer dafür wäre, weil das ist später ein bisschen interessanter für die ganze Bewegungsberechnung und alles. Nenne ich das mal Taxi Center. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Taxi Dimensions durch 2. Das heißt, die müssen wir jetzt nämlich hier auch nochmal abziehen von unserer Position. Das heißt, Taxi Center X. Hier ziehe ich nochmal Taxi Center Y ab und die Dimensions sind jetzt im Prinzip so wie wir es kennen, die Taxi Dimensions X.
und Taxi Dimensions Y. Warum das jetzt hier Mods ist, dass Rectangle eigentlich Integer erwartet, weil wir pixelgenau zeichnen. Ich muss mal gerade mal gucken, ob es noch eine Überladung gibt mit dem anderen Rectangle, weil es gibt noch ein Rectangle F, was für Float steht und damit kann man Fließkommazahlen angeben, aber ich glaube, das ist hier nicht vorgesehen. Das heißt, wir müssen die ganzen Parameter erstmal casten nach Int. Das ist aber nicht weiter schlimm. Sieht nur ein bisschen unübersichtlich aus am Ende. So, was haben wir noch? Prima. So, das könnte jetzt eigentlich funktionieren. Achso, natürlich. Muss natürlich den Wert nach der Subtraktion addieren. Ansonsten haben wir wieder das Problem, dass das wieder ein Fließkomma-Wert ist. So. Und jetzt passiert immer noch nichts. Das ist natürlich immer noch dasselbe. Allerdings baut jetzt alles schon auf die Variablen auf, die wir gerade eingeführt haben. Das ist ganz praktisch. So, und jetzt versuchen wir dem ganzen Ding mal eine gewisse Bewegung zu geben. Das heißt, wir haben noch eine Taxi Velocity. Die ist erstmal 0, weil wir ja erstmal im Stillstand starten und fangen jetzt mal an, so Sachen wie die Gravitation zum Beispiel dazu zu holen. Das machen wir in der Update-Methode, das ist hier. Und die Velocity, das ist im Prinzip die vorherige Velocity, aber addiert mit der Gravitation, also eigentlich der die Gravitation, das ist im Prinzip 10 sollen wir mit 10 rechnen? Ja, probieren wir einfach mal. Und die müssen wir aber noch multiplizieren mit der Game Time, weil die Gravitation uns ja sagt, wie viel Beschleunigung das Taxi erfährt pro Sekunde. Also es ist ja quasi 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, wir beschleunigen mit 10 Metern pro Sekunde. Also die Geschwindigkeit ist ja in Meter pro Sekunde angegeben. Wir beschleunigen mit 10 Meter pro Sekunde pro Sekunde. Und das pro Sekunde müssen wir jetzt noch verarbeiten über die Game Time hinten. Die Game Time verrät uns, wie viel Zeit vergangen ist seit dem letzten Frame. Und die Game Time, da gibt es sowas wie Elapsed Game Time, es gibt auch Total Game Time. Total bezieht sich auf die komplette Laufzeit des Spiels, das interessiert uns weniger. Elapsed Game Time ist das, was interessant ist. Das bezieht sich auf die vergangene Zeit seit dem letzten Update Call. Und da können wir uns einfach die Total Seconds rausholen. Das ist dann im Prinzip eine Fließkommazahl, die bei, keine Ahnung, bei 100 Frames zum Beispiel bei 0,001, 0,01, also 10. Sekunde. Quatsch, das erzähle ich, 100. Sekunde ist. So, das Ganze ist allerdings ein Vektor 2, das heißt, wir können das nicht einfach so machen, weil die Gravitation zieht ja nur nach unten. Also auf X-Achse haben wir gar keine Beschleunigung durch die Gravitation. Wir haben nur eine Beschleunigung auf Y-Achse, das heißt das da. Und damit haben wir im Prinzip schon alles gemacht. Warum haben wir jetzt... Achso, da kommt ein Double raus, das ist das Problem. Das heißt, den Double müssen wir mal kurz in den Float casten. Und haben damit die Velocity ausgerechnet. Und jetzt im letzten Schritt, im nächsten Schritt, muss man natürlich die errechnete Velocity, also die Fortbewegungsgeschwindigkeit unseres Taxis, halt auch wirklich auf die Taxi-Position anwenden. Und das ist im Prinzip recht einfach. Das ist die Taxi-Position addiert mit der Taxi-Velocity multipliziert. Und jetzt kommt wieder diese Zeit ins Spiel, weil wir haben ja Meter pro Sekunde. Also jetzt müssen wir ausrechnen, wie viele Meter sich das ganze Ding bewegt in Abhängigkeit von der Game Time. Da kommt wieder die Game Time ins Spiel. Die multiplizieren wir nämlich auch wieder mit Total Seconds rein. Vom Typ Float natürlich wieder. Jetzt haben wir allerdings das Problem, da kommen jetzt Meter pro Sekunde raus, weil wir haben ja oben mit 10 gerechnet und 10 ist ja die Gravitation in Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, was jetzt rauskommt, ist eine Positionsänderung in Metern. Blöd eigentlich, weil unsere Position ja in Pixel angegeben ist. Das heißt, hier an der Stelle müssen wir vielleicht sowas wie einen Multiplikator nochmal drauf haben, der beschreibt, wie viele Pixel eigentlich in Meter sind. Und da können wir uns jetzt irgendwas ausdenken. Ich nehme jetzt einfach mal 10, weil ich nicht genau weiß, wie sich das nachher auf dem Screen auswirkt, das müssen wir uns einfach mal sehen. Das heißt, ich starte das Ganze und hoffe, dass genau unser Taxi steil nach unten fällt. Das ist das, was ich jetzt erwartet habe. Sehr gut. So, das ist die Gravitation. Jetzt wird es noch Zeit, dass wir die Möglichkeit haben, uns auch ein bisschen
Steuerung da reinzubringen. Und die Steuerung funktioniert relativ simpel. Ich habe hier ein Gamepad liegen. Also so ein Xbox-Controller. Und den holen wir uns jetzt einfach mal. Also das, was ich da steuere, das hole ich jetzt einfach über das Gamepad rein. Im Prinzip selbe wie hier oben auch. Das heißt, ein GetState mache ich hier. Eigentlich können wir das hier oben mal kicken. Das ist so die Standardimplementierung, um das Projekt zu beenden. GetState gibt mir einen Snapshot der aktuellen Controller-Geschichte an. Also das heißt, da drinnen steckt jetzt Gamepad State, glaube ich, ist das. Yep. Da drin steckt jetzt der aktuelle Zustand des Controllers, zu dem Zeitpunkt, wo ich ein GetState aufgerufen habe. Und in State kann ich dann so Sachen abrufen wie die Thumbsticks. Und da gibt es hier den linken Thumbstick, verdammt. Und den will ich mal nutzen, um die Steuerdüsen zu steuern. Ja, da gibt es jetzt eigentlich nicht viel zu tun. Wir haben auf dem Thumbstick selber zwei Achsen, X und Y. X und Y sind jeweils vom Typ Float und bewegen sich in der Range von minus 1 bis 1. Also im Falle von X würde da minus 1 drin stehen, wenn ich den Stick nach links drücke, und plus 1, wenn ich den Stick nach rechts drücke. Ja, und das kann ich jetzt verrechnen und gucken, wie letztendlich die ganze Sache sich auf unsere Velocity auswirkt.